Im nächsten Text geht es um einen der großen Schatten der Liebe, nämlich um den Liebeskummer. Du hast was Besseres verdient. Was sagt ein Mann, der bis zum Bauchnabel im Wasser steht? Das geht über meinen Verstand. Okay, okay, ein schlechter Witz. Aber ein ernstes Thema. Wo in unserem Körper sind Gefühle, Vernunft und Unvernunft beheimatet? Das Gehirn ist das einzige Organ, welches ich im Falle einer Transplantation lieber spenden als empfangen würde. Sie nicht auch? Wir glauben heutzutage, dass unsere Seele irgendwie zwischen den Synapsen sitzt. Das war nicht immer so. Die Griechen dachten noch, das Hirn sei nur ein Apparat, um das Blut zu kühlen. Und wie wir heute wissen, haben sie bei vielen Recht behalten. Aber spielt der Rest des Körpers für alles, was sich im Kopf abspielt, keine Rolle? Wo tut es uns denn weh, wenn die Seele schmerzt? Überall, nur nicht im Gehirn. Und Kopfschmerzen gilt nicht, denn Kopfschmerzen kommen von den Blutgefäßen im Kopf, nicht vom Hirn selbst. Über Jahrhunderte glaubten Romantiker, das Herz sei für die Liebe das alles entscheidende Organ, also jetzt geistig. Ein bisschen glauben wir es heute immer noch. Was dagegen spricht, nach einer Herztransplantation können Männer und Frauen weiter lieben und meistens lieben sie auch den, den sie vor der Operation geliebt haben. Und finden nicht plötzlich den Hinterbliebenen des Spenders attraktiv. Der bleibt aus anderen Gründen anonym. Wer sich geliebt fühlt, hat nachweislich weniger Herzinfarkte. Liebe lohnt sich, zumindest für Männer. Frauen leben sowieso lange. Liebeskummer schlägt aufs Herz. Man kann tatsächlich an gebrochenem Herzen sterben. The Broken Heart Syndrome, Stressmyokardiopathie. Zum Glück handelt es sich um Einzelfälle. Aber jeder kennt die kleine Schwester des Broken Heart Syndromes. Love Sickness, den Herzschmerz, Liebeskummer. Wenn wir verlassen werden und unsere Liebe vielleicht gar nicht erst erhört wurde, dann leiden wir seelisch und körperlich. Wie man heute weiß, unterscheidet unser Gehirn gar nicht zwischen realen und eingebildeten Schmerzen. Zurückweisung wird über dieselben Nervenbahnen signalisiert wie physischer Schmerz, wenn einem jemand auf den Fuß tritt zum Beispiel, halt nur schlimmer. Wenn wir unter Tränen sagen, es war keine gute Beziehung, aber es tut trotzdem weh, dann entspricht dies den Tatsachen. Um eine Liebe zu beginnen, braucht es zwei. Um sie zu beenden, nur einen. Verlassen zu werden, wirft uns gefühlt Jahrzehnte zurück. Psychologen nennen dies die Aktivierung des Ohnmachtsspeichers. Alle schlechten Erfahrungen aller Lebensjahre und die größten Ängste werden gleichzeitig aktiv. Weil diese innere Leere so existenziell ist, ist es so schwierig, mit einem Menschen im tiefen Liebeskummer irgendwie zu sprechen. Denn der betrauert nicht nur diesen konkreten Menschen. Was es so übermenschlich macht, wir trauen um alles, was wir uns in der Fantasie mit demjenigen ausgemalt haben. Und dagegen kommt keine Realität an. Psychologische Forschung und Lebenserfahrungen halten dagegen, wir überschätzen systematisch, wie glücklich uns jemand anders machen könnte.
und die frohe Botschaft, wenn man so will, bei Liebeskummer, wir überschätzen auch, wie unglücklich uns jemand machen kann. Es ist nicht das Ende der Welt, obwohl es sich eine Weile so anfühlt. Vergleichbar mit einem Film, der mit dem Happy End endet, ohne zu erzählen, was aus dem Paar 10 Jahre später geworden wäre, können wir unseren Lebensfilm nicht zurückspulen oder umschneiden. Je öfter wir alle Varianten unseres Liebesdrama-Films vor dem geistigen Auge abspielen, desto realer werden sie und umso schwerer wird es, sich von einer Realität zu trennen, die nie eine war. Hätten denn die Filmgenres überhaupt zusammengepasst? Denn jeder ist ja so eine Art Drehbuchautor für sein eigenes Leben, hat seinen Film im Hinterkopf. Hätte das auf Dauer zusammengepasst? Wer sich in einer Rolle jenseits von Afrika sieht, sollte deshalb keinen King Kong ehelichen. Rosamunde Pilcher und Stephen King sind auch kein Paar geworden, aus guten Gründen. Wer frisch verliebt ist, denkt übereifrig, ey, ich liebe Titanic, er hat alle Folgen von Ice Age auf DVD, wir passen super zusammen. Wir interessieren uns beide für Eisberge. Aber das täuscht. Ebenso, wenn der Terminator auf eine Pretty Woman trifft. Mit einem, der aus der Zukunft kommt, kann man schlecht gemeinsam Zukunft planen. Warum nicht wie in Harry und Sally einfach befreundet sein? Dann weiß man wenigstens von Anfang an, dass es nicht klappt. Diese Vergleiche mögen ein wenig den Kummer eindämmen, wenn gerade an der schönsten Stelle der eigene Film gerissen ist. Was hilft gegen Liebeskummer? Tun Sie etwas, werden Sie aktiv, machen Sie etwas, was mit dem anderen nicht möglich war. Wenn der Ex-Partner keinen Abenteuerurlaub zuließ, gehen Sie jetzt in den Dschungel. Wenn er nie tanzen lernen wollte, schnappen Sie sich den Salsa-Lehrer mit den beweglichsten Hüften. So fokussiert man nicht nur den Verlust, sondern auch den möglichen Gewinn. Und wie bei einem Drogenentzug, gelingt es nur, wenn man sich konsequent von der Droge fernhält. Eigentlich sollte dieser Zustand nicht als Liebeskummer bezeichnet werden. Das klingt immer so klein und pubertär. Eine Betroffene fand einmal einen anderen Ausdruck stimmiger: Lebenskummer. Denn es gehört zum Leben dazu. Es tröstet ein wenig, wenn man merkt, man ist weder der Erste noch der Letzte und auch nicht das Letzte. Davon kann jeder ein Lied singen, aber wenige so schön wie Heinrich Heine in der Dichterliebe. Ein Jüngling liebt ein Mädchen. Die hat einen anderen erwählt. Der andere liebt eine andere und hat sich mit dieser vermählt. Das Mädchen nimmt aus Ärger den nächsten besten Mann, der ihr in den Weg gelaufen. Der Jüngling ist übel dran. Es ist eine alte Geschichte, doch bleibt sie immer neu. Und wem sie just passiert, dem bricht das Herz entzwei.